Als ich aufgrund des Lockdowns den Ramadan nur zu Hause war und mich nur mit mir selbst befassen konnte, da habe ich mich zum ersten Mal wieder nach sehr langer Zeit selbstständig mit meiner Religion beschäftigt, mit dem Hintergrundwissen. Ich habe meine eigene Absicht neu formuliert, warum ich mich selbst als Muslima sehe und habe für mich festgestellt, dass das Kopftuch da dazugehört. Hast du dann das erste Mal Kopftuch getragen, als du dann richtig angefangen hast, oder hattest du vorher schon mal so Phasen, wo du es ein bisschen geübt hast? Ich habe zu Hause gebetet, in meiner Montur, sage ich jetzt mal, also mit meinem Gebetskleid, meinem Kopftuch, habe dann mein Kopftuch und meinen Rock ausgezogen, liegen lassen und bin raus. Das war für mich wie so eine Identitätskrise, als ob ich meine Montur liegen lassen muss, um dann eine andere Seher draußen darzustellen. Und mit dem Kopftuch habe ich hinter dem gestanden, was ich fühle, hinter dem, was ich glaube, hinter dem, was ich sagen möchte. Und durch das Kopftuch wurde das auch direkt sichtbar.